die alten Häuser doch erhalten soll, ehe man überall solche Kästen hinsetzt und dass eine Stadt wie die andere aussieht und sich eben nur wenig unterscheidet. Das ist das, was ich schlecht daran finde. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich Wohnungen, selbstverständlich. Ich stelle mir das so vor, dass man praktisch baut und vor allen Dingen auch schöne Wohnungen da baut. Na, eigentlich finde ich es ganz schön, bloß ein paar Gemeinschaftsräume, dass man nicht so isoliert ist. Das fehlt eben noch. Mehr Sportstätten für Volkssport. Ladenstraßen, Kommunikationszentren, Gaststätten. Dass man also sagen kann, es sind die Einrichtungen alle da, die wir brauchen, um jetzt unser Leben zu gestalten und vor allen Dingen die Besorgung auch zu machen. Und dass sie natürlich auch schön sind, vor allen Dingen mit Parkanlagen. Es muss natürlich auch was los sein dabei. Zum Beispiel die kleine Kneipe um die Ecke. Wohnen ist doch ein bisschen mehr als bloß ein Dach über dem Kopf. Die Revolution in diesem Lande, in dieser Stadt, hat zuallererst und zunächst das Volk gemacht. Die Dresdner waren es, die auf die Straße gegangen sind, die nicht mehr einverstanden waren mit dem Widerspruch zwischen Darstellung und Wirklichkeit. Ich glaube, in einem vereinten Deutschland, in einem europäischen Deutschland, werden die Regionen von besonderer Gewichtigkeit sein. Und die sächsische Region, die vor dem Krieg, ja nach dem Ruhrgebiet, schon eine der innovativsten, wirtschaftseffizientesten Regionen war, wird wieder einen gewichtigen Platz in diesem Deutschland einnehmen. Sie sagen, dass du nicht mehr als ein Schandfleck bist. Sagen Ghettoviertel für Arme, der ganze Mist. Sie sagen, dass jede Wohnung wie jede andere ist. Aber das ist nicht mal schlecht, du bist gerecht. Und ja, ja, manchmal geht's mir hier auch scheiße. Doch ich weiß, das liegt nicht an deiner Bauweise. Du bist gebaut aus Betonplatten. Und ich könnte über jede deiner Platten einen Song machen. Plattenbau, Plattenbau, Plattenbau. Du bist meine Heimat, ich lebe hier. Du bist meine Heimat, ich steh zu dir. Plattenbau, Plattenbau, Plattenbau. Du bist meine Heimat, ich lebe hier. Du bist meine Heimat, ich steh zu dir. Und wohin hat sich Gorbitz also verändert und weiterentwickelt in all den Jahren seit der Grundsteinlegung im Jahr 1981?
Abriss hat Gorbitz seit 1990 erlebt und Umbau und Neubau. Von fast 40.000 Einwohnern in den Jahren 1989-90 leben nun 20.000 Menschen in einem ruhigen Wohngebiet und in bezahlbaren, teil- oder top-rekonstruierten Wohnungen. Viele Straßen, Wege und Plätze wurden neu gestaltet oder behutsam saniert. Gorbitz, als eines der grünsten Wohngebiete Dresdens, liegt am Dresdner Westhang, eingebettet in eine naturnahe Landschaft von Wiesen, Büschen und Bäumen. Zwei Gorbitzer Plätze sind nach den bedeutendsten Naturforscherinnen Deutschlands, Amalie Dietrich und Maria Sibylla Merian, benannt. Viele Gorbitzer Straßennamen sind Pflanzen gewidmet, wie zum Beispiel die Birken-, Maulbeeren- und Kirschenstraße, der Astern- und der Nelkenweg. Es gibt drei schöne Parks im Wohngebiet und den renaturierten Gorbitz- und Weidichtbach.
Gorbitz ist kostbar, auch in Form von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Pflaumen und Kräutern, verarbeitet in Kuchen, Suppen, Marinaden, Tees, Gelees, Marmeladen, Tinkturen, Kräuter- und Würzmischungen. Gorbitz ist ein guter Ort zum Nisten, für große und kleine Menschen und alle anderen auch. Dresden-Gorbitz, Leben in der Landschaft. Nächste Haltestelle, Gorbitz. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Polizist, der Kinderpolizist von Sachsen. Und der hier hinter mir, der hat nämlich immer mich am Hals so ein bisschen fest, damit ich nicht zu viel rede. Der ist Detlef Kaminski. Und der arbeitet hier in Dresden bei der Prävention schon 18 Jahre. Ja, und genauso lange hat er mit Poldi schon zu tun. Das heißt also mit mir auf dem Polizeirevier. Da ist er jetzt bald 3 Jahre. Und geht hier überall zu allen Kindergärten. 35 Kindergärten, 15 Schulen, ganz viele Kinder. Ja. Und die Tätigkeit, was der alles so tun und machen muss, das ist nämlich ganz einfach. Der geht zu den Kindern in die Vorschule, in den Kindergarten oder in die Schule, in die erste Klasse, zweite, dritte, vierte Klasse, also auch in die Förderschule. Und da gibt es nämlich Unterricht, ganz verschieden. Verkehrserziehung, wie man richtig auf der Straße sich verhält, was für Regeln es gibt. Es gibt ja überall Regeln, ganz viele. Und im Unterricht, da redet man dann auch über Streit oder über Eigentum, damit man weiß, was ist meine, was ist deine und was gehört alles uns. Ja, und dann gibt es ja auch noch Radfahrunterricht bei der Polizei. Ja, ganz viele Sachen. Thank you.
Einkaufen können Sie in Gorbitz an vielen Orten. Man bekommt Blumen und Pflanzen in Gärtnereien und Kochbücher und Liebesromane in der Buchhandlung. Einen sehr guten Fahrradladen gibt es und einen ebenso guten Schuhmacher. Für Pferdefreunde existiert ein extra Geschäft. Die kleinste Brauerei Sachsens verkauft selbst gebrautes, feines Bier. Und wer Trockenfisch aus dem Kaukasus wünscht oder russische Sahne, wird in Gorbitz ebenfalls fündig. Wenngleich Gorbitz nicht wirklich eine Restaurantmeile besitzt, können Sie hier trotzdem vietnamesisch, chinesisch, thailändisch, türkisch und italienisch speisen. Vielleicht probieren Sie auch einen Wein, dessen Trauben auf einem Weinberg 2 Kilometer von Gorbitz entfernt heranwachsen. Oder Sie genießen ein Bier aus der Gorbitzer Privatbrauerei. In Gorbitz bleibt oder wird man gesund? Sie finden hier Allgemein- und Spezialärzte, Physiotherapeuten, Apotheken, Sport- und Wandergruppen, ein Schwimmbad, Saunen und einen Sportpark. Seniorinnen und Senioren finden in Gorbitz ein gutes Zuhause. Bahnen und Busse sind gut zu erreichen und fahren fast rund um die Uhr. Es gibt seniorengerechte Wohnungen und Betreuungsdienste. Der Arbeiter-Samariter-Bund und die Volkssolidarität Dresden betreuen über 500 ältere Menschen in ihren Gorbitzer Heimen. Der Nachbarschaftshilfeverein und der Mittelpunkt Gorbitz bieten Seniorinnen und Senioren Ausflüge, Wanderungen, Beratung und Hilfe an. Thank you.
Gorbitz verfügt über mehrere staatliche Grund- und Mittelschulen sowie die Freie Schule des OMSE e.V., die Schülerinnen und Schülern auch eine Abiturstufe anbietet. In Kindertagesstätten und Horten staatlicher und freier Träger werden die Gorbitzer Kinder engagiert betreut. Auch außerhalb von Kitas und Schulen wird in Gorbitz Bildung angeboten und vermittelt. In der Gorbitzer Stadtteilbibliothek, bei den Bildungsbahnen und in der Volkshochschule. Geboren wurde ich am 19. Januar 1990. Ja, aufgewachsen in einer Großfamilie. Meine Mutter hat 6 Kinder. Relativ gut verteilt, Jahrgang 1980 bis 99. Ich bin halt fast in der Mitte mit Jahrgang 90 und habe dadurch schon so gewisse soziale Kompetenzen erlernt, beziehungsweise vielleicht auch vererbt bekommen, weil man muss sich ja einerseits gegen die älteren Geschwister behaupten können und andererseits aber auch die jüngeren Geschwister anleiten können und für die ein Vorbild sein können. Was ich ansprechen möchte, ist, dass ich innerhalb dieser 21 Jahre insgesamt eigentlich in meinem Aktionsradius hier in diesem Stadtteil blieb, in Gorbitz. Ich ging in den Kindergarten am Gorbitzbach, ich ging in die Grundschule am Mamae-Dietrich-Platz und ich ging aufs Gymnasium in Gorbitz, was dann geschlossen wurde und wo ich dann nach Kotta rüber wechselte, dort das Abitur machte. Und danach habe ich mich an der TU Dresden beworben und begann Soziologie studieren. Das ist insofern auch gut, weil ich einen großen Faible für Statistik habe. Und da mache ich in meiner Freizeit sehr viele Statistiken, muss ich zugeben. Dann gibt es noch die Tätigkeit bei der Westhangpost. Das ist eine Gorbitzer Stadtteilzeitung, wo ich von Anfang an mit dabei war, seit Herbst 2008. Und Artikel geschrieben habe, mit Leuten ins Gerede kam und viel kennengelernt habe und viel recherchiert habe und da meine Liebe zu dem Stadtteil vertiefen konnte. Habe mich nach der Konfirmation in der JG, in der jungen Gemeinde hier in der Philippuskirchgemeinde, zurechtgefunden, habe eine Art Gemeinschaft gefunden, wo man sich wohlfühlt und wo man mal über den Glauben reden kann. Mittlerweile bin ich schon etwas älter und gehöre zu den, oder besser gesagt, ich bin der Älteste der jungen Gemeinde mittlerweile. Ja, mein Name ist Rainer Glotz. Ich bin Pastor der Oase hier in Dresden-Gorbitz. Wir haben als Familie 7 Jahre hier in Gorbitz gewohnt.
und kennen also diese Gegend hier doch sehr gut. Unsere drei Kinder sind hier zur Schule gegangen. Ich wollte mich um Menschen kümmern und sind dann im Jahr 2003 mit einigen jungen Leuten hier nach Dresden-Gorbitz gekommen. Am Anfang haben mich viele Leute gefragt, wieso geht ihr nach Gorbitz? Dort gibt es doch so wenig Christen. Und da war meine Antwort, genau deshalb gehen wir dahin, weil wir eben wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und uns geht es darum, Menschen zu zeigen, wie man als Christ lebt. Wir sind als Gemeinde inzwischen zu einer Familie geworden, einer großen Verschiedenheit von Leuten. Und das begeistert mich. Das erste Konzept des Kinder- und Jugendhauses Interval ist 1994 entwickelt worden. Und da ist ein Grobkonzept schon mal gemacht worden von verschiedenen Trägern, die das Haus hier auch letzten Endes dann übernommen haben. Erstens, eine offene, integrative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Eine Zeit lang haben wir Drogen konsumierende Jugendliche gehabt, also haben wir sozusagen viel Drogenprävention gemacht. Sprich, eine Zeit lang haben wir viele Kinder und Jugendliche gehabt, die mal ohne Geld einkaufen gegangen sind, also haben wir uns sozusagen wieder darauf konzentriert. Und jetzt haben wir so Kinder und Jugendliche, die viel in ihrem Freizeitbereich können, tun könnten, aber manchmal nicht tun. Also geht es jetzt mehr sozusagen, das Miteinander zu animieren. Meine Rolle ist, ich leite das Ganze und bin gleichzeitig auch Sozialarbeiter. Was wir wollen ist, dass wir einigen Kindern, die zu uns kommen, ja, so ein Stück wie zu Hause geben wollen. Ich glaube, das Konzept ist inzwischen aufgegangen. Als ich hier angefangen habe, war ich sehr skeptisch. Aber ich kann sagen, ja, wir machen das gut. Thank you.
Auch für Sport und Spiel bietet Gorbitz breiten Raum. Auf Bolz- und Spielplätzen, Skaterbahnen, Kletterfelsen, im schönen Schwimmbad, in ruhigen Parks und grünen Innenhöfen. Kunst im öffentlichen Raum wurde in den Gorbitzer Aufbaujahren von skulpturalen und keramischen Arbeiten dominiert. Heute hat sich die Bandbreite an Genres und Ausdrucksformen erweitert und bezieht nun auch temporäre Aktionen und Graffiti-Kunst mit ein. Iris Florstedt, seit etwas über 20 Jahren, mache ich Keramik mit anderen und wenn dann noch Zeit bleibt, auch manchmal alleine welche. Ganz interessant war, dass der jetzige Schulleiter von der Laborschule und ich bei dem gleichen Bildhauer Unterricht hatten in plastischer Keramik und wir irgendwann vor knapp 10 Jahren gemeinsam angefangen haben, für Gorbitz eine Schule zu entwickeln, eine Schule, in der man nicht nur durch Frontalunterricht lernt, sondern durch eigenes Tun, durch eigene Ideen, durch selbstgesteuertes Lernen. Die ersten Jahre habe ich Projekte auf allen Gebieten der Gestaltung geleitet. Inzwischen sind es so viele Kinder, dass ich mich auf die Keramik beschränken kann und wieder dort angekommen bin, wo ich hergekommen bin. Was ganz schön ist, weil es einfach intensiv für mich und auch für das Lernen der Kinder. Ein wunderbarer Höhepunkt der Feste und Feiern im Gorbitzer Jahreslauf ist das Westhangfest. Tausende, große und kleine, junge und ältere Einwohnerinnen und Einwohner besuchen das Fest, das Wochen im Voraus von Kinder, Jugend, Kultur, Bildungs- und Sozialeinrichtungen vorbereitet wird.
Das Westhangfest steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, das sich fantasievoll in den Festen widerspiegelt. Zum Beispiel Gorbitz liest, Gorbitz international, Gorbitz macht Geschichte. Dass du nicht mehr als ein Schandfleck bist. Sagen Ghetto, Viertel für Arme, der ganze Mist. Sie sagen, dass jede Wohnung wie jede andere ist. Aber das ist nicht mal schlecht, du bist gerecht. Und ja, ja, manchmal geht's mir hier auch scheiße. Doch ich weiß, das liegt nicht an deiner Bauweise. Du bist gebaut aus Betonplatten. Und ich könnte über jede deiner Platten einen Song machen. Plattenbau, 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 Plattenbau. Du bist meine Heimat, ich lebe hier. Du bist meine Heimat, ich steh zu dir. Plattenbau, 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 Plattenbau. Du bist meine Heimat, ich lebe hier. Du bist meine Heimat, ich steh zu dir. Plattenbau, Plattenbau.